Ich hätte ein Krokodil gebissen, Leute. I'm out, I'm out, I'm out. Also damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Kann ich euch theoretisch... Mir schon klar, dass sich das wieder nicht juckt, ne? Wie oft muss ich da noch gegenhauen, bis sie sterben? Hab da die Vermutung, dass... Okay. Da gehen wir nicht lang. Okay. Joa. Wir brauchen was zu essen, auf jeden Fall. Da kann man nicht drum herum. Das heißt, wir müssen uns gleich mal was trauen. Ne, was heißt trauen? Wir müssen mal was treffen. Aber die Dinger sterben ja auch nicht, diese Dinger hier. Ach, auf einmal oder was? Okay, eine Schildkröte haben wir. Wie habe ich das vorhin gemacht? Vorhin hatte ich den erfolgreich gekillt, aber frag mich nur wie. Ich bin voller Blut. Ist okay. Geh mal kurz baden. Mehr du Orcheling. Komm zu Papa. Papa will ein bisschen Fleisch. Sie können nicht von mir wegrennen. Na gut, können sie vielleicht doch. Steht da einer? Ist das links einer? Wo der Felsen zwischengespawnt ist? Oder ist das nur so eine Lauchstatue? Es ist doch einer, oder? Es ist einer. Ich glaube, der ist ein bisschen erschöpft. Oder er weint? Ich glaube, der ist tot. Wieso kann ich den hochheben? Was bringt mir das? Egal. Nehmen wir dich mal mit. Voll geil, wir stürzen halt mit dem Flugzeug ab und töten erstmal irgendwelche Leute. Aber ein bisschen Nahrung wäre jetzt echt noch sick. Oder können wir den Typ vielleicht essen? Ich meine, wir könnten ja auch zum Kannibalen werden, um ja, was zu kriegen. Aber wir haben doch jetzt hier die Schale von so einer Kröte, ne? Ja. Genau, bauen wir gleich mal so einen Behälter, so einen Regenbehälter.
Mal schauen, was du mir nachher noch bringst. Wie, keine Stärke unterwegs gefunden? Warum kann ich dich nicht als Stock benutzen? Ich meine, dieses Ding braucht auch noch Stöcke, weil wir besser ans Holz rankommen. Was habe ich den Typ auch bloß? War er irgendwie nervös? Hat er sich wehgetan? Ausgestoßen? Wurden seine Gefühle verletzt? Machen die? Jetzt wehrt er sich! Er wehrt sich, er wehrt sich, er wehrt sich. Da ist eine Frau! Ja. Die sind schneller! Die sind schneller, die sind schneller! Oh fuck, oh fuck. Kommst du nicht rein? Oh, da ist mein Essen. So, da ist jetzt ein Spasti, der mich jetzt einfach, der mich jetzt auf die Nerven gehen. Jetzt schicken sie schon Schildkröten vor. Wir müssen ihn aber irgendwie loswerden. Gucken, was mache ich da eigentlich? Er ist weg. Er hat wahrscheinlich seinen Freund gesehen, hat dann Angst gehabt. Ja, zu Recht. Ja, das mache ich mit euch. Gibt keinen Komm. Warte mal, erstmal Survival Book. B. Wir brauchen da so ein Wasserding. Können wir ja hier ein Zelt mit dran bauen. So. Das Ding können wir ja schon mal hin tun. Brauchen wir noch mehr Stöcker. Boah, gib mir nicht auf den Pilz. Wo seid ihr? Bist du eine Frau? Du kannst nichts. Ja, komm her! Frau gegen Mann! Glaub nicht, dass du gewinnst! Alter, was muckt ihr so auf?
Schon behindert war? Jetzt stirb einfach. Kann ich die Köpfen auch noch hier? Zack. Gib mir deinen Kopf. So. Nimm halt dich mal mit. Ich leg dich zu deinen Kollegen. Hier. Dann haben die alle Angst, wenn sie uns angreifen wollen. Ich hoffe, du stirbst jetzt, wenn ich dich schlage. Ja, nice! Dann haben wir gleich wieder Fleisch. Na, stirbst du auch, wenn ich dich haue? Nee, du nicht. Okay, aber wir haben einen Stock. Und noch einen Stock. Es geht bergauf, Leute. Jetzt nachher noch ein paar Lizards töten. Ich brauche auch Rüstung. Was wir auch noch müssen. Warte, ich baue es auch gleich. Gehen wir nochmal zurück. Was mich auch noch gebraucht wird, sind mich ja hier so Fallen. Was ist mit denen los? Okay. Du stehst auf jeden Fall schon mal. Ist das überhaupt die Falle gewesen? Für Tiere? Haben wir noch einen Small Garden? Nur da brauchen wir erst, wenn wir halt ja, viel haben. Aber wir haben noch gar nichts. Ja. Frau. Jetzt liegen sie da, ne? Die tut so, als hätte ich sie nicht gewarnt. So mal kommt diese Schildkröte meint zu sterben. Oh. Ist der Schwanz und nicht der Kopf. Mann, ich hau gegen den Kopf. Ja, rennt besser. Glaubt ihr, lassen Stöcker fallen, wenn wir Bäume fällen? Macht das Sinn? So, gleich mal so ein Ding mehr. Lizard, ich hab dich ja gesehen. Wir haben's. Wir haben ein Lizard. Das Gute an Lizards ist, die, geben so ein Ding hier. Das kann man anziehen, kriegt man Rüstung. Halten wir gleich ein bisschen mehr aus. So, und stirb jetzt. Okay, und stirb halt nicht. Wir haben Darmbaum gefällt, ne? Boah, was willst du, Franz? Es sind zwei. Hallo, ich will da rein.
Zum Glück sind wir hier noch ein bisschen sicher. Wir haben ja noch ein paar Stöcker. Das heißt, theoretisch können wir gleich speichern. Vielleicht. Das wäre ja wunderbar. Aber die scheinen auch das Interesse an uns zu verlieren. Und das auch ziemlich schnell. Nice. Ich höre euch. Ich habe ja auch gehört, es soll Tag für Tag, je nachdem wie länger wir überleben, schwerer werden. Aber mal schauen. Und ich weiß, wir sind direkt an einer Höhle, aber ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen Pussy bin. Denn ich habe Angst, wenn wir da unten reingehen, dass das dann unsere letzte Tat ist. Wenn wir die Wände fertig haben, fühle ich mich gleich schon viel sicherer. Aber ob wir wirklich sicher sind, das weiß ich natürlich noch nicht so ganz. Aber hauen wir da rein. Liegen jetzt gerade keine Stöcker, ne? Nein! Nicht euer Ernst, oder? Jetzt sind wir gestorben. Weil ich das Krokodil geschlagen habe. Boah, wieso habe ich dieses Krokodil geschlagen? Das war doch voll retarded. Das war's. Weil ich ein Krokodil geschlagen habe, ist alles aus. Naja, wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch über meine Season 3 geben, also. Aber nicht im nächsten, also dauert noch ein bisschen, bis Season 3 kommt. Aber Season 3 in The Forest ist auf jeden Fall versprochen. Vielleicht dann sogar nicht alleine. Aber Problem ist dann nur, wenn man zu zweit spielt, ist das Spiel nicht zu Ende, wenn man stirbt. Na, mal schauen. Mal gucken, was Season 3 machen. Es lief ja gar nicht so schlecht, muss ich nebenbei sagen. Das mit den Zelten, dass man sich drin verstecken kann, ohne zu sterben, das ist eine gute Idee. Allerdings hat man ja auch gesehen, es gibt ja so kleine Inseln. Also wir sagen, beim nächsten Mal gehen wir auf so eine Insel, wo wir uns dann verstecken und versuchen sicher zu sein. Naja, mal schauen, wie wir es beim nächsten Mal machen. Dann sehen wir uns dann irgendwann mal im nächsten Projekt. Haut rein, euer Hiroki.